Hallo und herzlich willkommen zur neuen Tutorial-Reihe zu Ventos. In diesem Tutorial gibt es eine kleine Einführung in Ventos und wir werden mal klären, was wir mit diesem Programm alles erreichen oder machen können. Ventos ist ein Programm, um interaktive Echtzeitanwendungen oder Präsentationen zu erstellen, die sowohl 2D- als auch 3D-Inhalte aufnehmen können und über Touch vom User gesteuert werden können. Wir sind hier im Ventos Designer, das Herzstück von Ventos, mit dem wir eben unsere Anwendung oder Präsentation erstellen können und eine Logik definieren können, die unseren User durch das Programm führt. In unserer Tutorial-Reihe wird es hauptsächlich hier um den Ventos Designer gehen. Dann gibt es noch Ventos Runtime, mit dem wir unsere Präsentation eben auf einem PC ablaufen lassen können, und dann haben wir noch den Ventos Director, mit dem wir unsere Präsentation oder unsere Ventos Designer Szenen kontrollieren können und Templates erstellen können, die zum Beispiel in eine Live-TV-Show eingebunden werden können. Hier wäre zum Beispiel eine Statistik denkbar, die eben nur innerhalb der Live-TV-Show mit den entsprechenden Zahlen gefüllt werden kann und dann eben in das Live-Programm, in den Live-Broadcast eingebunden wird. Gut, was hier noch zu sagen ist, dass Ventos auf Windows-PCs läuft und nur auf Windows-PCs läuft. Schauen wir uns einmal die Internetpräsenz von Ventos an. Wir sind hier auf ventos.com. Und wir sehen, dass die Seite komplett auf Englisch gehalten ist, hier viele Showcases dargestellt werden und wir können uns hier auch nochmal die Produkte anschauen, die hier nochmal ausführlicher dargestellt werden, den Ventos Director und den Ventos Designer und Ventos Runtime. Dann gibt es noch die VBox, eben die Hardware, die unsere Anwendung zum Laufen bringt. Gut, was für uns hier natürlich interessant ist, ist der Support-Bereich. Unter Downloads können wir die kostenlose Testversion von Ventos herunterladen, haben hiermit alle Funktionen freigeschaltet und können mit dieser üben und trainieren. Ventos selbst stellt hier auch noch ein paar Trainings auf ihrer Seite zur Verfügung, Tutorials, die ich sehr empfehle, denn die geben nochmal einen genaueren Einblick, was man mit Ventos alles machen kann. Diese Tutorials sind allerdings alle auch auf Englisch oder in Englisch gehalten. Ja, das war's soweit erstmal zur Einführung in Ventos. Im nächsten Tutorial werden wir uns mit der Benutzeroberfläche vom Ventos Designer auseinandersetzen. Vielen Dank für das Anschauen dieses Tutorials und bis dann!